Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Auch in diesem Jahr startet wieder der Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft und dazu gleich mehr. Erst einmal ein herzliches Willkommen zur aktuellen Sendung Wirtschaftsfenster MV. Das Wirtschaftsministerium MV und die Biocon Valley GmbH suchen zum 10. Mal wieder nach innovativen Ideen für die Gesundheitswirtschaft. Im Rahmen des Wettbewerbs werden Projekte zur Steigerung von Wachstum und Beschäftigung im Sinne des Masterplans Gesundheitswirtschaft MV 2020 gesucht. Ziel ist es, das Wachstumspotenzial der Gesundheitswirtschaft durch Vernetzung, Kooperation, Marketing, Fachkräftesicherung und Internationalisierung der Branche weiter zu erschließen. Im Rahmen des Ideenwettbewerbs wird ein Gesamtbudget für Projektförderungen in Höhe von bis zu 750.000 Euro ausgeschrieben. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 1. März 2019 elektronisch und ausschließlich über das Online-Bewerbungsformular bei der Biocon Valley GmbH eingegangen sein. Ja, nun aber erst einmal zum ersten Bericht für heute. Es ist geschafft. Nach 28-monatiger Bauzeit beendete die Deutsche Bahn die Umbaumaßnahmen am Bahnhof Neubrandenburg mit einem feierlichen Akt. Im Oktober 2016 erfolgte der offizielle Spatenstich zur Bahnhofssanierung. Die Bauarbeiten indes begannen bereits einige Wochen zuvor. In mehreren Abschnitten wurden unter Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs beide Mittelbahnsteige nach aktuellen DB-Standards umgebaut. Auch die Bahnsteigüberdachung wurde neu errichtet. Hinzu kam ein neues Info- und Wegeleitsystem. Eine Grundsanierung erhielt auch die Unterführung, erweitert im Auftrag der Stadt durch einen Tunneldurchstich in Richtung nördliche Stadtviertel. Am neuen Ausgangsbauwerk Nord und auf den Bahnsteigen wurden Aufzüge installiert, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern einen sehr hohen Anteil an barrierefreien Zugängen, weit über den Bundesdurchschnitt, liegt, wenn ich mich recht entsinne, bei 80% im Augenblick. Und da ist natürlich wichtig, dass so ein Bahnhof wie Neubrandenburg auch Barrierefreiheit bekommt. 17,6 Millionen Euro investierte die Deutsche Bahn in den Umbau des Neubrandenburger Bahnhofs. Mit 8 Millionen unterstützte das Land Mecklenburg-Vorpommern die Baumaßnahmen. Laut Verkehrsminister Christian Pegel unverzichtbar, denn kleinere Bahnhöfe wie in Neubrandenburg genießen keine prioritäre Bundesunterstützung. Es gibt feste Vorgaben, wann der Bund der Bahn beim Umbau von Bahnhöfen hilft. Diese Ein- und Umsteigerzahlen erreichen wir leider nicht. Deswegen gibt es ein Landesprogramm zusammen mit der Bahn, wo die Bahn Geld reintut und wir ca. Hälfte-Hälfte, sodass wir solche Projekte, da gibt es eine längere Liste, welche Bahnhöfe uns wichtig sind, solche Projekte umsetzen können. Und Brandenburg ist einfach eine der größten Städte des Landes, hat eine zentrale Funktion, auch für unsere Bahnfahrpläne. Von daher als Umsteigerbahnhof ganz relevant. Deswegen waren die wichtig, auf dieser Liste mit aufzunehmen. Und wir freuen uns, dass mit Landes- und Bahngeld gemeinsames gelungen ist. Aber auch beim Durchstich der Stadt ist das Land ja mit europäischem Fördergeld allerdings beteiligt, weil auch das alleine die Stadt nicht geschafft hätte. Aber wir einfach das Gefühl hatten, wenn man jetzt so ein großes Projekt anstößt, dann muss man auch alles machen. Mit 3,7 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung förderte das Land den Tunneldurchstich in Richtung Vogelviertel, der schon im November seine Einweihung erfuhr. Zukünftig soll nun eine Park-and-Ride-Anlage im Umfeld des neu geschaffenen Ausgangsbauwerks Pendlern die Anreise zum Bahnhof erleichtern. Der Termin für einen Baustart steht hier jedoch noch aus. In der Anmoderation zur heutigen Sendung ging es um Innovationen in der Gesundheitswirtschaft. Die Universitäten und deren Ausgründungen in unserem Land liegen dabei natürlich sehr weit vorne, so wie im folgenden Bericht. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Umso wichtiger ist es, dass sich die Medizintechnik immer weiterentwickelt. Dass sich in dieses Feld jedoch der ein oder andere Maschinenbauer verirrt, ist gar nicht so unüblich. An der Hochschule Stralsund forscht momentan Professor Dr. Marc Wese an einem Verfahren, Knorpelimplantate auf dem Patienten maßzuschneidern.
Hierfür verwendet der Ingenieur eine 3D-Druckmaschine. Also die Maschine ist eine Stereolithografieanlage. Das ist ein 3D-Druckverfahren, relativ hochpräzise, was mit Polymerharzen arbeitet. Und sie ist bei uns Forschungsgrundlage zur Herstellung neuer Materialien, die biokompatibel sind, einmal von biologischen Materialien ausgehend oder halt auch aus künstlichen Materialien, die dann biologische Funktionen nachbilden. Das verwendete Material wird als flüssiges Harz hergestellt, welches dann unter UV-Licht erhärtet. Dabei gilt es, ganz bestimmte Eigenschaften zu erreichen. Bei der Entwicklung von knorpelersetzenden Implantaten muss das Material Wasser aufnehmen können. Es soll dadurch ein dämpfendes Verhalten aufweisen, um die Gelenke zu schützen, bevor diese beschädigt werden. Ein langwieriger Prozess. Der 3D-Drucker läuft Tag und Nacht. Nach jeder Änderung an dem Material werden die unterschiedlichen Eigenschaften des neuen Werkstoffes getestet. Dafür benötigt man jedoch auch zuverlässige und benutzerfreundliche Geräte. Um diese kostenintensiven Hilfsmittel anzuschaffen, beantragte die Hochschule finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Also die Maschine, die ist jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr im Einsatz. Die wurde für uns von der EU mitgefördert. Das heißt, wir haben ein EFRE-Projekt beantragt. Die Maschine hat so 5.700 Euro knapp gekostet und wurde zu 75% von der EU gefördert für uns. Die Auswahl der Ausgangsstoffe ist der wichtige erste Schritt, damit die Implantate die richtige Stabilität aufweisen und gleichzeitig für eine längere Zeit im Körper verbleiben können. Zusätzlich zur Verträglichkeit mit dem Körper muss man die Herstellung des Materials so wirtschaftlich wie möglich gestalten. Geplant ist, dass die Technologie in etwa 15 Jahren an den Patienten kommt. Die ersten 10 Jahre werden benötigt, um die korrekte Zusammensetzung des Materials herauszufinden und die Maschine an diese anzupassen. Danach folgen klinische Tests und Studien. Ziel ist, diese Methode dann in jeder Klinik anbieten zu können, damit immer und überall eine schnelle Behandlung von Gelenkbeschädigungen gewährleistet ist. Gerade erschien der Klimaschutzbericht 2018. Demnach sollen bis 2020 die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 40% verringert werden. Bis 2030 sogar um 55%. Davon scheint Deutschland aber weit entfernt. Gerade einmal 32% wird es demnach sein. Nun wollen wir zwar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber unser Bundesland ist mit seinem Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele sehr gut aufgestellt. Auch dank Hilfe aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Das ist er, der erste E-Bus für Schwerin. Das Modell Citea SLF 120 Electric vom holländischen Hersteller VDL ist 12 Meter lang. 72 Fahrgäste können damit befördert werden, bis zu 80 Kilometer ohne zusätzliche Aufladung. Die Nahverkehr Schwerin GmbH will mit diesem Gefährt demnächst buchstäblich in die Zukunft fahren. Nach einer Testphase ist es geplant, 8 weitere E-Busse für die Stadt zu erwerben. Dafür wurden bereits die Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE beantragt. Also ich denke, da ist Europa an vielen Stellen weiter als Deutschland. Insofern sind solche Schaufenster wie Schwerin ganz wichtig, dass auch kleine und mittlere Städte jetzt weitermachen, weil alle wollen umstellen auf Elektromobilität. Ein Beispiel, die Stadt Wiesbaden möchte in den nächsten Jahren 220 Busse kaufen. Das heißt, die produzieren, müssen erstmal nachkommen. Und die deutsche Industrie ist noch etwas hinterher. Maßnahmen für den Klimaschutz in der Landeshauptstadt wurden aus den EFRE-Mitteln seit Jahren im großen Umfang gefördert. Auch die NVS gehörte oft zu den Empfängern. Neben den umfangreichen Infrastrukturvorhaben flossen die europäischen Gelder auch in den Ausbau und in die Instandhaltung des Straßenbahnnetzes, denn die Straßenbahnflotte ist schließlich absolut klimaneutral. Nun ist auch der E-Bus an der Reihe. Seine Einführung soll künftig das gesamte Konzept des Nahverkehrs in der Stadt ändern. Das Thema Dieselbusse ist Geschichte. Irgendwann. Da aber gerade 32 Busse gekauft wurden und wir insgesamt 40 Busse haben, ersetzen wir zunächst 8 Busse, was auch sehr klug ist, dass man eine kleine Anzahl ersetzt und macht daraus elektrische Busse. Und 2024, das ist gar nicht mehr lange hin, sind wir in der Beschaffung dann für die nächsten 32 Busse. Der Nahverkehr in den Städten von Mecklenburg-Vorpommern bleibt durchgehend im Visier der Landesregierung. Die Unternehmen sind auf Fördergelder stets angewiesen, denn selbst die kleinste Erhöhung des Beförderungspreises wird von den Fahrgästen als schmerzhaft empfunden.
Die größeren Maßnahmen sind deshalb ohne die Unterstützung aus dem EFRE-Topf wohl kaum denkbar. Umso mehr freut sich die NVS auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien und der Landesregierung insgesamt. Die Zusammenarbeit ist außerordentlich gut. Es ist wichtig, dass das Unternehmen unterstützt wird. Wir haben zwei Straßenbahnunternehmen im Land, das ist die RSAG in Rostock und auch die NVS in Schwerin. Beide bekommen Unterstützung, aber auch alle Busunternehmen bekommen Unterstützung. Das Land tut sein Bestes. Wir denken manchmal, es kann noch mehr sein, aber die Zusammenarbeit ist hervorragend. Seine einwöchige Testphase auf den Straßen der Landeshauptstadt hat der erste Schweriner E-Bus erfolgreich absolviert. Es ist also fest damit zu rechnen, dass er schon bald ein vollwertiger Bestandteil der hiesigen Busflotte sein wird. Und mit diesem Bericht sind wir auch schon wieder am Ende unseres Magazins angelangt. Kommende Woche warten dann wieder drei informative Berichte auf Sie. Schalten Sie also wieder ein. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.